Hallo und willkommen. Ja, wir waren ja gestern nochmal, beziehungsweise in der letzten Folge, dabei, dieses Flugzeug noch ein bisschen zu verbessern. Und ja, da werde ich mich jetzt dran machen und werde das. Hallo Enderman. Werde ich das mal noch ein bisschen umändern hier. Und wie wir sehen, haben wir hier auch wieder unseren Piloten, der, ja, ein bisschen angepisst war. Ah, so, das muss ich habe ich vergessen. Das muss ja hier so bleiben, da die Flügel ja hier dran sind. Wir machen den Rumpf etwas schöner. Und ja, dann dürfte das nicht so komisch eckig aussehen hier. So, ich habe natürlich jetzt nicht genug von diesen Hölzern. Hallo? Kann ich natürlich wieder nicht bauen. So, doch, können wir bauen. So, er hat sich dann halt nur. Ups. Dann holen wir uns die XP-Kugeln. Wenn ich schon runterfalle, können wir ja auch gleich mal noch ein paar Treppen machen. Und ja, hier haben wir das Holz. Das dürfte dann reichen. Und dann haben wir gleich mal das Glas gucken, damit wir auch da oben unseren Turm weiter bauen können. Ich wollte ja eigentlich erst nochmal runter in die Mine gehen, noch ein bisschen Redstone sammeln, weil wir das ja wieder immer noch brauchen. Aber das werden wir als Strip Mining machen. Und ja, Glas füllen wir hier gleich mal nach. Beziehungsweise ich fülle den Sand nach. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Du füllst kein Glas nach, du füllst Sand nach. Das ist zum Beispiel etwas, wenn man sich verspricht, dann ist der Kommentar auch immer da. Aber ja. Ich hoffe, ja, die meisten, die hier regelmäßig zugucken, wissen, wie dumm ich bin. Beziehungsweise wie schlecht ich sprechen kann. Und runterfallen kann ich auch besonders gut. Hat man ja mal wieder gesehen. Und falsch bauen kann ich auch besonders gut. So, haben wir das erstmal und dann muss er hier vorne auch noch. Und hier vorne machen wir das dann so. Habt ihr gesehen, wenn ihr die Stufe so gegen macht, dann verbindet sich diese rund. Ich finde das irgendwie schön. Ja, und jetzt hier müsste man eigentlich hier eine Glasscheibe vorne hinstellen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Können wir ja mal testen. So eine alten Flugzeuge hat man ja eigentlich Glasscheiben vorne stehen. Wir hatten eigentlich irgendwo Glasscheiben. Hier haben wir Glasscheiben. Ob das überhaupt gut aussieht, wenn nicht, haben wir halt drei Glasscheiben mal verschwendet. Aber ja, wir haben ja gerade erst Glas gefarmt. So, wenn er hier drinnen sitzt. Oh, das sieht schön aus. Ich finde das schön. Ja, das können wir so lassen. Dann müsste man natürlich jetzt hier oben den Rand mit Holz einfassen. Aber das sieht dann wieder doof aus. Also lassen wir das jetzt so. Was mich auch noch nicht gefällt, ist dieses, ja, das Rad hier. Müsste eigentlich nach hier abgestrebt werden.
Aber Zäune habe ich jetzt hier nicht. Also muss ich noch mal kurz in die Mühle und Zäune holen. Dann haben wir unser Flugzeug eigentlich auch so weit abgedatet, dass es eigentlich recht gut aussieht. Habe ich die Zäune hingelegt? Ach, wir haben ja kaum noch welche. Dann heißt das noch ein paar Zäune bauen. Stickies. Boah, die dürften reichen. Und Halbstufen brauche ich dann auch. Hatte ich die nicht eigentlich hier weggepackt? Ja, die dürften reichen zum. Ja, ihr wisst oder gar nicht, was ich will. Ich mache mir die Tür vor der Nase zu. Ja, das will ich auf alle Fälle nicht. So, Zäune. So, mal gucken, wie das am besten geht. Ja, so richtig ist es immer noch nicht so, wie ich das haben möchte. Aber sieht ein bisschen massiv aus. Obwohl das eben, das sah gar nicht mal so schlecht aus, wenn das so connectet. Ja, das lassen wir so. Schade, dass die Zäune halt nicht im Dings gibt, in den verschiedenen Holzfarben. Aber ich weiß ja nicht, wer den Livestream von Mojang geguckt hat. Oh, von der Minecon. Dort wurde Shep beziehungsweise die ganzen Entwickler von Minecraft. Auch Notch wurde gefragt, obwohl Notch ja nun nichts mehr mit zu tun hat, hier mit dem Entwickeln von diesem Ding hier, von diesem Minecraft. Er wurde gefragt, was denn Neues in Minecraft gibt. Ja, Jepp hat klipp und klar gesagt, die 1.5, also der Nachfolger von diesem Ding hier. Ich bin hier in der 1.4.5, also die sogenannte Bugfix-Version der 1.4. Und in der 1.5 wird das gesamte Redstone-System überarbeitet. Das heißt, wir haben mir jetzt da unten versucht, da unten mir zu erklären, wie das geht. Wird wahrscheinlich in der nächsten Folge nicht mehr, in der nächsten Version nicht mehr funktionieren. Ist zwar eigentlich etwas schade, aber das Redstone-System ist so uralt, hat Jeff gesagt, dass es jetzt unbedingt eine Überarbeitung benötigt. Und die Zuschauer haben dann auch da so im Saal gefragt, ob es dann auch, ja, more Half-Slabs gibt. Also zum Beispiel, viele wollen den Half-Slabs von Netherbrick haben. Jeb hat gesagt, das ist kein Problem, das bauen wir mit ein. Ein paar Half-Slabs, ja, das wird es noch zusätzlich geben, also demnächst werden wir dann vielleicht auch, ja, was ich cool finde, ist, wenn fast von jedem Stein, Klotz, Block, bleiben wir bei Block, in Minecraft einen Half-Slabs gibt, also einen Halbstein. Interessant fand ich die Frage, als jemand gefragt hat nach den sogenannten vertikalen Half-Slabs. Das ist natürlich noch cooler. Vertikale Half-Slabs bedeutet, ich habe, ja, zum Beispiel das hier könnte ich jetzt so bauen, wie könnte einfach die Wände halbstufenlos bauen. Ich könnte weiter rangehen an Rand, baue hier eine Halbstufe nur hier hin und baue nachher die auf diese Höhe hier oben die Halbstufe hier auf diese Seite hin. Natürlich ist das beim Glas wahrscheinlich nicht unbedingt gedacht, aber vertikale Half-Slabs. Und da hat
Dinnerboon, also Jeb, hat da sich nicht so richtig ausgelassen. Dinnerboon hat gesagt, maybe, also vielleicht. Die müssen sich jetzt erstmal wahrscheinlich überlegen, wie sie das in das Spiel integrieren können. Half-Slaps sind kein Problem. Die sind im Spiel drinne. Die kann man mit der Grafik-Engine, die man jetzt hat, kann man die erstellen und damit ist das kein Problem, Half-Slaps zu erstellen. Aber vertikal Half-Slaps muss man schon wieder neuen Code entwickeln. Und hatte ich jetzt das Bett rausgelegt? Nein, das haben wir hier. Dann werde ich mir das Bett hier oben einfach mal kurz aufstellen und dann werden wir hier schlafen gehen. Gute Nacht. Aber ja, ich denke mal, das ist hoch genug hier. Ja. Ich brauche jetzt hier oben sowieso Materialien. Guckt mal, wie schön die Welt hier aussieht. Das ist alles, da sind wir einfach bloß mal schon durchgelaufen zum Strand dorthin. Ich habe natürlich keinen Waypoint jetzt mehr. Zum Strand hin. Da hinten ist der Strand, den wir mal gebuddelt haben, wo wir das erste Mal Sand gesucht haben. Jetzt haben wir ja da hinten in dieser weiten Ferne haben wir da ja, eine Wüste, die wir abtragen können. Wo wir ja gestern, beziehungsweise in der letzten Folge, ein Gros Wüste geklaut haben. So, und ich springe hier mal runter. Nanu. Das ist unfair, Herr Kollege. Das ist genauso unfair wie mit dem Creeper, der mich da einfach mal so überrascht hatte. Ich komme da ins Dorf und überrascht mich ein Creeper. Ja. So. Naja. Haben wir jetzt auf alle Fälle erstmal genug Glas. Sollte ich eigentlich das nachlegen? Ja. Ja, nachlegen. Es ist Sand raus. Und wir legen nach. Dass wenn wir dann wirklich mal wieder Glas brauchen, nicht erst neu brennen müssen, sondern gleich auf Vorrat haben. Aber ich habe jetzt eigentlich da oben genug Glas. Das heißt, ich kann das Glas eigentlich ja, bis auf ein paar, ein Stack nehmen wir mit, kann ich eigentlich weglegen, da ja. Ja, werden wir auch weglegen. Wo war das Glas drin? Hier sind die Glasblöcke drin. Ach, können wir auch so sortieren. Ein Stack Glas werden wir behalten. Und na, den Sand legen wir dann auch weg. Brauchen wir auch nicht. Was brauchte ich jetzt? Ja, muss ich wieder in die Mühle laufen. Ist gut, dass ich hier den Zombie-Mod installiert habe, wo ich den Rennmodus drin habe. Der ist noch nicht offiziell upgedatet. Den hat wieder mal ein Fan upgedatet. Also der Originalentwickler hat sich mal wieder keine Mühe gemacht. Beziehungsweise er hat keine Zeit dafür. So, ja, die Ziegel brauche ich, die Stufen. Ja, nehmen wir doch mit. Ich bin so unentschlossen. Auf alle Fälle brauchen wir ein bisschen Redstone, ein bisschen Eisen. Ja, und dann bräuchten wir noch Stickies und Leder. Nun wisst ihr natürlich schon alle, was ich bauen will. Die Workbench nehmen wir mit hoch. Leder muss ich aber in die Scheune gehen. Ich jetzt nicht hier. Machen wir mal wieder einen Besuch in unserer Scheune. Ah, hier ist noch ein Creeper-Loch. Mich gewundert, was das jetzt für ein Loch ist.
Muss in unserer Action gewesen sein, wo wir haben so unsere Hühner haben wir auch lange nicht besucht. Wir haben sogar noch Eier drin, kommen wir da eigentlich ran? Ne, da muss ich erst ins Haus rein. Ich habe natürlich jetzt keinen Weizen dabei. Beziehungsweise, ich glaube, jetzt futtern die jetzt auch diese die Körner. Dann können wir unsere Hühner mal noch vermehren. So, gehen wir mal durchs Haus hier. In den Hühnerstall. So, und die Eier. Klatschen wir mal hier gegen die Wand. Da haben wir noch ein Hühnchen rausgekommen. Dass wir dann irgendwann auch mal richtig viele Hühner haben. So, und hallo Schwein, du gehörst aber gar nicht da unten hin. Was wollte ich eigentlich jetzt holen? Ach, Leder. Müsste bei Mobdruck drin sein. Einmal Leder, das müsste eigentlich reichen vom Leder her. Was brauchen wir denn noch? Bambus bräuchte ich noch. Ach, ich baue jetzt erstmal. Ja, ihr wisst wieder gar nicht, was ich will. Ich habe ja, ich habe so ein paar Ideen für dieses Flugzeug im Wege, für diesen Tower. Das kann man natürlich gar nicht erkennen, dass da oben Glas drumherum ist. Und ich nehme mal hier Glasblöcke mit. Wir werden hier mal die Fenster zumachen, damit es hier nicht so zieht und wir hier immer runter gepustet werden. Irgendwas muss ich mir mal einfallen lassen, dass ich hier in der Mitte nicht immer runterstürze. Auch wenn ich bis jetzt eigentlich immer bloß freiwillig gesprungen bin. So. Dann brauchen wir die Haarslabs. Und die Haarslabs kommen einmal hier oben drauf. Komme ich natürlich jetzt nicht mehr hoch. Das ist, damit man das Glas von unten nachher auch erkennen kann. Und irgendwie müssen wir hier oben auch ein Dach drauf kriegen. Und deswegen ziehen wir hier einmal ein Kreis ringsrum. Ein Kreis. Sollte ich mich natürlich noch eine Stelle offen lassen. Und einmal Erde brauche ich. Genau deswegen, weil ich immer so gerne runterfalle. So, jetzt kommen wir nämlich hier nochmal hoch. Wenn ich nämlich da nicht irgendwie offen gelassen hätte, wären wir gar nicht mehr rausgekommen. Wird ein ganz normaler klassischer Tower mit einem klassischen Dach. Natürlich aufpassen, dass ich nicht runterfalle. War eben fast soweit. Aber ja, wir haben bloß 20 Level. Wir haben beim Flughafen-Arena-Kampf haben wir 40 Level verloren oder 43 waren es, glaube ich, sogar. Wir haben jetzt schon wieder 20 zusammen vorm Glas brennen. Also es geht ruckzuck hier mit Level machen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt vom Hühnerfüttern auch Level gekriegt haben. Das ist ja zum Beispiel auch was Neues. Kommt man Level um beim Hühnerfüttern?
oder beim Schweinefüttern oder was auch immer. Aber ich glaube, unsere Schweine können wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr füttern, da wir gar keine Möhren haben. Beziehungsweise wir haben zwar Möhren, aber die müssen, glaube ich, erst noch wachsen. Da habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, ob die überhaupt schon gewachsen sind. Natürlich habe ich jetzt das Ding falsch gebaut. Egal. Muss halt nochmal die Spitzhacke ran. Muss ja jetzt erstmal noch eine Etage tiefer hier den Kreis ziehen. Und sowas ist auch scheiße. Entschuldigt. Ist doof. Und so wie es aussieht, wird es schon wieder dunkel. Aber das macht ja nichts. Dann bauen wir halt in der nächsten Folge weiter. Und ich hoffe, dass das Redstone nach dem Update dann nicht so kompliziert ist, dass ich dann noch noobiger wirke. Hat jemand nämlich nach einem Redstone-Block gefragt? Ich hätte ja eine Idee von mehreren Blöcken, um die Repeater, ja, beinahe komplett zu ersetzen. Dann braucht man die Repeater zum Beispiel gar nicht mehr. Aber ich glaube, das werden einige Redstone-Profis dann wahrscheinlich nicht mehr auf der Reihe kriegen. So, Hackbank haben wir ja auch. Stelle ich mich mal hier hinten in die Ecke und dann mache ich mal hier noch ein paar Half Slabs. Dürfte reichen. Und dann gehen wir hier schlafen. Gute Nacht. Und tschüss, viel Spaß bei der nächsten Folge. Und tschüss.